Moin Leute und herzlich willkommen im neuen Video. Ja, Jan und ich sind gerade frisch vom Ebro zurück aus Spanien, wieder zurück im kalten Deutschland. Haben jetzt eine Woche nicht geangelt, total auf Angelentzug, aber heute. Ich habe geangelt. Jana hat geangelt, aber ich leider nicht. Aber wir sind heute wieder bei Benni. Kleine Tour hier vom Boot auf der Hamburger Elbe im Hamburger Hafen. Ja, Benni, was erwartet uns heute hier so? Diesmal dickere Klamotten als sonst. Ne? Sonst war die hier mal in kurzer Hose und T-Shirt. Ja. Stimmt, aber letztes Mal haben wir barfuß geangelt. Ja, genau. Jetzt mal ein bisschen Wärme eingepackt. Ja, ich hoffe, dass wir mal so ein, zwei dicke Zander hochholen. Ne? Das ist im Winter ja echt ein bisschen, also die Chance ist ein bisschen größer einzufangen. Und die Barsche sind halt aktiv geworden. Ne? Also das wäre ziemlich cool, wenn wir davon ein paar hochholen. Ja, die letzten zwei Wochen lief ganz gut hier. Ne? Ja, absolut. Auch viele 70er und 80er dabei. Frequenz und Größe, ne? Ja. Ja. Also genau. Ja, das werden wir heute versuchen. Vielleicht erwischen wir auch einen schönen Barsch. Wir nehmen euch dabei mit, wünschen euch dabei viel Spaß und ja, bis gleich. Guten Morgen, Jana. Guten Morgen, Leute. Na, was machst du? Ich mache was anderes als die beiden. Ich angel zwar auch, aber die beiden angeln vertikal und ich jigge hier ein bisschen. Ich habe 14 Gramm dran und aber auch 4 Inch Köder, so wie du auch, glaube ich. Mhm. Damit wir mal ein bisschen gucken, worauf die Fische. Hast du einen Pintail dran oder hast du einen Paddel? Nee, Paddel. Mit Paddel. Kannst du ja mal kurz gleich zeigen, ja. wenn du dran rangeholt hast. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall heute sehr frisch. Man sieht es an Janas Handschuhen. Ich bin aber auch nicht unbedingt ein Maßstab, weil ich friere immer sofort. Es geht wieder die Zeit los, wo ich immer frieren werde und euch das immer in den Videos mitteilen, dass ich friere. Ja, aber eigentlich haben wir, glaube ich, so 8 Grad oder so. Ja, das geht eigentlich. Aber hier im Hafen ist immer ein leichter Wind. Paddelschwanz, ne? Genau. Paddel. Ja. Ja. Genau. Ja, aber es geht mit dem Wind. Ist eigentlich ganz angenehm gerade. Und die Sonne kommt sogar ein bisschen raus. Später soll es, glaube ich, nicht ganz so schön werden. Heute. Ja, ich freue mich richtig auf den Tag. Ich habe so Bock. Ja, ne? Wir sind ja in letzter Zeit echt übelst oft in Hamburg. Und wir werden es auf jeden Fall dieses Jahr die noch zweite mal Wahlheimat. Ja, irgendwie schon, ja. Macht halt echt mega Spaß, ne? Genau. Ja, ja, mal gucken, ob es heute Fisch gibt. Ja, Benni, wir angeln vertikal, ne? Wir angeln vertikal, ja. Also es ist echt unterschiedlich gewesen, die Tage, obwohl das so kalt war, ne? Also am Mittwoch, da war ich. Ah, Mann, jetzt. Da unten sieht man ihn noch wegschwimmen. Ja. Schade, saß nicht. Ja, aber das ist doch gut, ey, der erste Biss schon. Genau. Ja, es gibt so Tage wie Mittwoch, da hast du von morgens bis abends eigentlich durchgebissen und am Donnerstag war, glaube ich, bis 12 Uhr Flaute. Mhm. Dann kam so ein bisschen Sonne raus und dann haben die angefangen zu beißen. Ne? Also, okay. Willst du mal ein bisschen was zur Führungsart erzählen für die Zuschauer, wie wir angeln? Klar, also vertikal, wir machen eigentlich relativ wenig. Ne? Der Zander, muss ich sagen, hat aber auch Bock, sich vertikal den Köder echt lange anzugucken. Also wenn man vertikal jetzt sitzt und macht so eine Art Pilken, wie beim Dorschangeln, das kann mal funktionieren, aber es ist teils echt eher verschreckend für den Fisch. So. Eigentlich halten wir den Köder wirklich nur so 5 bis 10 oder maximal 15 cm über Grund und das ganz ruhig. Ich fahre die ganze Zeit mit dem E-Motor hier spazieren und dadurch bewegt sich der Köder von ganz alleine über Grund. Dann haben wir noch Strömung. Die drückt auch noch ein bisschen gegen. Das Boot wackelt, weil mal einer langläuft oder am Boot vorbeifährt. Ja. Ne? Also es ist wirklich so, dass 90% aller Bisse genau in diese Haltephase kommen, wo wir den Köder einfach nur stehen lassen. Mhm. Halten wir mal 3 Sekunden, 5 Sekunden, mal 10 Sekunden. Das imitiert auch so ein bisschen dieses, wie beim Faulenzen, diese Absinkphase. Ja. Ne? Da haben wir mal diese Absinkphase, wo meistens die Einschläge kommen und hier halten wir ihn ganz ruhig, ditschen den kurz wieder auf und heben ihn wieder an. Genau, das hatte ich auch mal in einem Video gesagt bei uns, wo wir vertikal am Kanal geangelt haben. Da habe ich gesagt, im Grunde ist das wie eine dauerhafte Absinkphase. Genau. Weil der Fisch die ganze Zeit im Sichtbereich des Fisches bleibt. Da habe ich auch ein bisschen Kritik für bekommen. Ne? Aber ich meine, das ist immer noch so. Ne? Das ist klar, das ist kein, im klassischen Sinn ist es keine Absinkphase, weil der Köder sich ja nicht bewegt in Richtung Grund. Aber trotzdem ist er in dieser Schwebe die ganze Zeit. Du kannst es halt steuern, ne? Wie lange du diese Absinkphase machst. Es gibt echt Tage, da wollen die immer nur so 2 Sekunden. Dann hebst du wieder, manchmal ist wirklich 10, 15, 20 Sekunden halten, gibt an manchen Tagen den Aufschlag, weil die wirklich lange sich das Ding angucken wollen. Und deswegen ist es auch oft so, ich fische ja 10 cm hauptsächlich und trotzdem mit Stinger. Ja. Ganz offen, das ist echt nicht dafür da,
falls das Leute denken, um ja auf Teufel komm raus, alles hochzuballern, was dort nagelt, aber die gucken sich das Ding so lange an und packen nur einmal kurz manchmal hinten in den Schwanz. Es gab Tage, da hätten wir 90% der Fische gar nicht gefangen, ohne genau. diesen kleinen Stinger. Das war zum Beispiel, als wir das erste Mal bei dir waren, da hatten wir ja, glaube ich, also zwei Drittel der Bisse haben wir gar nicht rausgekriegt, genau. weil sie immer nur hinten in den Schwanz genau. gebissen haben, trotz Stinger. Ziehen das Gummi runter. Und genau, also die haben ganz, ganz spitz gebissen. Und da war wirklich nur noch so ein kleines Stück, wo kein Haken war. Und ja. da haben sie nur reingebissen. Würde jetzt beim Ufer ja. vom Jiggen fische ich auch keine 10 cm mit Stinger, weil ja, da knallen die manchmal noch anders drauf und haben nicht diese lange Zeit, sich das Ding anzugucken, zu überlegen, aber vertikal. Ja. ja, ich habe auch häufig das Gefühl, dass die Zander gerade so in der kalten Jahreszeit gar nicht mehr das Maul so weit aufreißen. Klar, das gibt's auch, aber bei uns am Kanal ist es oft so, dass die sich nur rüberschieben über den Köder. Dann spürst du das Tock, schlägst an und dann hängt der Haken unter dem Maul, also gar nicht im Maul. Ja. Das ist witzig, dass du das sagst. Das hatten wir jetzt am Donnerstag mit den Jungs auch. Ich glaube, ich weiß nicht, wir haben um die 10, 12, 13 Zander gefangen, ich weiß es nicht. Und ich glaube, 6, 7 davon hingen echt nur unten. Genau. Die haben sich wirklich einfach nur draufgeschoben auf dem ja. Köder. Und das hast du im Sommer selten, aber im Winter wirklich viel. Genau, die reißen das, ich ja. glaube, die reißen das Maul ja. einfach gar nicht mehr so auf. Die ja. testen erstmal an, so, was genau. das für eine Beute ist. Ne, die wollen gar nicht mehr so groß viel Energie verschwenden und dem Köder hinterherjagen, sondern ne, gucken, ja. ob das jetzt irgendwie ja, ein toter Fisch ist oder sowas. Ne? Irgendwie, ja. Wie sagt man, was ist der richtige Begriff? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja, so genau warum die das machen, kann ich auch nicht sagen. Ob sie das erstmal antesten wollen, ich meine, die betäuben damit ja keinen Fisch, nee. Nur weil sie jetzt auf den drauf knallen. Aas, ne? Aas meine ich, also dass sie so zu Aasfressern werden, dass sie wirklich nur noch ja, tote Fische halt aufsammeln. Ist im Winter, je kälter es wird, sie nehmen auch gerne größere Köder, ne? Weil das kostet natürlich Energie in der Kälte. Ja, Fisch. Ja, sauer. Oh nein, ich habe ihn verloren, glaube ich. Ich hab ihn verloren, ich hab so Druck ja. gemacht, ich habe extra darauf geachtet, ja. dass ich ihn nicht locker lasse. Der war richtig schwer, Mann. Ja, oh, Jani. Scheiße. Geht genauso los wie letztes Mal. Ja. Jana verliert immer die Fische. Gott, aber schon mal gut, weil Benni hatte jetzt einen Biss, ich hatte einen Fisch dran. Fehlt schon mal gut an, ey. Könnte ja schon mal ein gutes Zeichen sein, dass die beißen. Ja. Oh. Weil... Mach mal kurz die Kapuze ab. Ich habe nämlich eben so gedacht, boah, wir treiben gerade so ein bisschen an die Spundwand ran. Habe ich jetzt zwei Würfe an die Spundwand gemacht und da kam der Biss. Ja. Spundwand mögen wir ja nicht vom schlecht, Kanal. Ja. Na gut, so, dann angel ich jetzt auch mal weiter, weil ich will auch den ersten Biss haben. Der erste Fang des Tages. Ja. Guck mal, hier ist auch die Nahrung der Fische. Guck mal da unten. Der Schwamm. Alter. Ui. Geht. Benni hat einen riesen Stock rausgeholt gerade. Mit ganz vielen Tieren da dran. Das filme ich euch noch mal kurz im Detail. Moment. Ja. Ihr seht es jetzt noch mal als Detailaufnahme. Das sieht echt abgefahren aus. Also, das sind Bachflohkrebse. Mir ist der Name eben nicht eingefallen. Das sind auf jeden Fall diese Krebse, die Fische ganz gerne fressen und dann auch dieses rote bzw. rosane Fleisch bekommen. Das ist auch bevorzugte Nahrung auch von Forellen und so weiter. Und Jan und ich haben ja auch schon mal ein Video drüber gemacht, über so einen privaten Forellenteich. Und da ist auch ganz viel von diesen Bachflohkrebsen drin. Und das Fleisch sieht aus wie Lachsfleisch. Das Fleisch sieht aus wie Lachsfleisch und die werden nicht zusätzlich irgendwie mit diesem extra Futter da gefüttert, was dann auch dafür sorgt, dass das Fleisch rot wird. Da gibt es ja so Nahrungsergänzungsmittel, sage ich mal, für Fische auch. Was das Karotin, wie nennt sich das Karotin, glaube ich. Ne? Ja. Also Karotin wird da nicht verfüttert. Die fressen wirklich nur diese Bachflohkrebse und kriegen trotzdem dieses rote Fleisch. Und ja, ich glaube zwar nicht, dass die Zander hier rotes Fleisch kriegen. Sogenannte Lachszander. Aber ja, ist trotzdem eine super Nahrung auch, ne? Für die Fischbrut. Und ich denke mal auch, die großen Zander fressen das vielleicht auch, ne? Knabbern das bestimmt auch runter, könnte ich mir vorstellen, oder? Ja. Barsch sowieso. Und. Ja, auch alle Kleintiere, kleine Fische. Ja, ne? Also das ist der Beginn der Nahrungskette hier, ne? Beziehungsweise anfangs ist, glaube ich, hier das Plankton, ne? It's the circle. Ja. Ja, genau, so viel zu dem Thema nochmal. Fisch bei Benni. Ah, fühlt er sich gut an. Hat sich auch drauf gefunden. Ja, wie wir vorhin erzählt haben, ne? Davon gesprochen haben, genau. Genau das Phänomen. Auf den Köder schieben. Ja. Schieben sich mit dem Bauch auf den Köder. Genau das Phänomen, ne?
Ja, haben wir vorhin von gesprochen, ne? Ja, kleiner Drops. Ja. Aber schön ist so klein, ja. Schnell wieder runter. Jo. Aber sie sind aktiv. Dritter Biss, erster Fisch. Ja. Petri. Zwei, danke. Zwei verloren. Ja. In der Zeit hat mich gerade ein Vogel angekackt. Ernsthaft? Ja. Also jetzt, ganz, ganz, das ganz, Glück, ganz, ganz bisschen nur. Ich weiß nicht, was das für ein Mini-Vogel war, aber... Spielst du heute noch Lotto und kriegst einen dicken Fisch. Ja. Genau. Kurzer Zwischenstand. Wir haben jetzt, glaube ich, so 2 oder 3 Spotwechsel gemacht. Und mittlerweile haben wir uns aufgeteilt. Benni angelt vertikal, ich jigge und Flora angelt mit dem Wobbler. Um möglichst alles abzudecken. Ja, läuft sehr zäh heute. Ja, voll. Aber die Beißzeit kommt, glaube ich, noch, oder? Hoffentlich. Bin mal gespannt. Also, wir hatten ja schon Bisse, ne? Benni, also 3 Bisse, ja, ein genau. Fisch, ne? Genau, nee, Benni hat ja schon einen Fisch rausgeholt. Du hattest dann noch mal ein Biss, ne? Ja, einen verloren, genau. Einen, ja, ich habe einen verloren. Wollte ich nochmal betonen. Genau. Falls jemand das nicht mitgekriegt hat. Genau, ja. Aber ja, unser Ziel ist heute noch, einen Fisch ans Board. Ans Board? Über Bord? Wie sagt man das denn? An Land? An Land? An Bord. An Bord. An Bord zu holen. Und ja, aber jetzt kommt echt so ein bisschen die Sonne raus, was ganz schön ist. Ich habe vorhin super gefroren. Also ich habe es nicht so richtig gut eingeschätzt, dass es doch schon echt frisch ist. Aber jetzt wird es echt schön. Jetzt macht das Angeln gerade wieder Spaß. Und ey, es sind super viele von diesen Kaffeefahrtschiffen. Wie heißen die denn? Barkasse. Wie heißen die? Barkasse. Barkassen? Ja. Okay, unterwegs. Die sind mega gut ausgebucht. Also da ist gerade richtig was los. Auf dem Schiff. Und zu ihrer Rechten sehen Sie Benni von Zander Guiding, dem besten Angler hier in Hamburg. Ja, und im Hintergrund seht ihr die dicken Containerschiffe. Ist halt echt immer geil hier in Hamburg zu angeln. Das ist voll, voll die geile Kulisse. Wenn man Glück hat, fängt man auch noch Zandi. Ja, ich werde jetzt auch weiter angeln, weil sonst kann ich keinen Fisch fangen. Und wir melden uns dann demnächst hoffentlich mit dem Fisch. Endlich! Der ersehnte Biss. Oh. Der will noch mal weg. Der will noch mal. Wie Benni gerade. Oh ja! Oh, ein schöner. Wow, unser Abendessen. Ey, aber wirklich. Dickes Petri Benni. Oh, das war ja aber hart erkämpft, dieser Fisch heute. Hart erkämpft. Euer Armbrot. Unser Abendessen, juppie! Ja, Leute, wie schon gesagt, das ist unser Abendessen. Wir wollten heute eigentlich auch gezielt hier einen maßigen Fisch auffangen, den wir mitnehmen. Und ja, wie man sieht, der Fisch ist jetzt schon weitgerecht getötet, ne? Also einmal betäubt, mit einem Herzstich getötet. Und hat, ja, der hat sogar 55, ne? Hatte ich gut geschätzt. Tatsächlich, ja. Und den filetieren wir uns jetzt hier. Zusammen mit Waffeln. Genau, zum Nachtisch gleich direkt. Den filetieren wir jetzt hier eben schnell und dann werden Jan und ich uns den heute Abend nochmal gönnen. Genau. Okay, improvisiert direkt am Boot hier. Ja. So frisch, wie es nur geht. Messer muss natürlich scharf sein, ne? So. Dann schneide ich hinter den Flossen einmal ein. Schön weit vorne zum Kopf hin. Zack, bis auf die Mittelgräte. So, und dann schneide ich einmal an den Flossen lang. Schon mal ein bisschen vorschneiden. Zack. Also frischer geht's ja nicht, ne? Ja, beste. Echt gut. So, einmal mal hier durch. Und hinter dem Weitloch muss man immer ein bisschen gucken. Da kann man jetzt einmal durchstechen. Und dann zieht man einfach nur noch auf der Mittelgräte nach hinten durch
Und vorne kann man sich jetzt sozusagen an den Gräten lang arbeiten. Man muss halt einfach das Messer so auf der Gräte liegen lassen. Man muss halt einfach das Messer die Arbeit machen lassen. Ne? Ja, das flutscht da richtig durch. Scharfes Messer ist aber Pflicht, ne? Ja, das ohne geht's nicht. Na, hier sieht man die Mittelgräte. Oh ja. So, und jetzt kommt der Rippenbogen. Mit ein bisschen Geschick können wir gleich da dran weiterschneiden, an dem Rippenbogen. Und dann kann man das komplett grätenfrei rausschneiden. Man sieht ja, wo die Gräten sind, ne? Genau. Aber man muss gucken, hier an der Elbe in Hamburg, den Bauchlappen muss man häufig wegschneiden, weil die haben tatsächlich hier einen Hämatom, ne? Also man könnte sie natürlich mitessen, ist halt aber einfach extrem unappetitlich, ne? Mhm. Hat der auch? Werden wir sehen. Achso, das sehen wir jetzt noch gar nicht, ja. Einen hatten wir mal, einen Zander, der das hatte. Aber dann kann man den Fisch entweder einfrieren, dann sind die abgetötet, oder man gart ihn halt durch, ne? Ja. Dann ist das kein Problem. Genau. Ist halt einfach nur für den Kopf, ne? Aber das Ding ist, hierbei siehst du es halt, bei jedem gekauften Fisch siehst du das nicht. Nee. Da weißt du nicht, was da so drin ist oder drin war. Ja. Genau. Der hat anscheinend keine. So. Sieht gut aus. Ja. Kann man da noch mal gucken, ne? Und jetzt sind hier die Gräten halt komplett raus, ne? Ja, mega. Ja. Sehr, sehr schön. Das machen wir auf der anderen Seite auch so. Haut ziehen wir erst zu Hause ab, würde ich sagen. Genau, ne? Die lassen wir jetzt noch dran. Ne? Ja. Da würde man jetzt einfach sich das hinlegen. Hinlegen, dann mit einer Gabel festhalten oder mit dem Finger. Dann würde man die Haut sozusagen so. Genau, das geht mit einem scharfen Messer auch super gut. Da hält man tatsächlich auch nur das Messer fest und zieht dann die Haut unten drunter weg. Und dann flutscht das lang und dann ist das irritiert. Aber das ist jetzt schon, ne? Hier könnte man halt nochmal einen V-Schnitt machen, um die ja, Steakgräten hier rauszuschneiden. Aber im Großen und Ganzen ist das so fertig filetiert. Perfekt. Genau. Jetzt packen wir uns jetzt ein. Das gibt es heute Abend zu essen. Ja, Benni hat heute unser Abendessen gesichert. Also, es ist heute wirklich ein richtig, richtig schwerer Tag. Benni hatte einen kleinen Zander ziemlich am Anfang. Wir hatten auch ein paar Bisse, aber bis jetzt keinen Fisch rausgeholt. Und jetzt hat Benni hier den 55er Zander doch noch gefangen. Wir werden auf jeden Fall gleich auch noch weiter angeln. Aber eigentlich war unser Ziel heute wirklich, wir wollten heute einen Küchenzander fangen und den direkt hier an Bord filetieren. Und zu Hause lassen wir uns den dann schmecken. Genau, aber die Message ist einfach auch, dass man ruhig auch mal Fisch mitnehmen kann. Das machen wir auch gerne mal, weil wir halt finden, dass das so die nachhaltigste Art einfach ist, Fisch zu essen. Machen wir eigentlich auch relativ selten. Man muss ja natürlich auch erstmal einen maßigen Fisch fangen. Ne? Ist ja auch jetzt nicht so leicht. Aber ja, da kann man sich dann richtig drüber freuen und man schätzt einfach viel mehr den Fisch, den man gefangen hat, wenn man den halt auch noch selber zubereitet. Und ja, ich finde, es ist was ganz anderes. Das habe ich, glaube ich, in einem anderen Video schon mal angesprochen. Es ist was ganz anderes, als wenn man in den Supermarkt geht und sich da sein Fischfilet kauft und so. Und gerade, was Flora angesprochen hat mit den Nematoden, heißen die Nematoden? Sind auf jeden Fall so Würmer. Dass das natürlich eklig aussieht, wenn man selber so einen Fisch fängt und dann filetiert man den und dann sind da im Fleisch einfach so eklige Würmer drin. Da denkt man auch so, das kann ich ja niemals essen. Aber das Ding ist, in den ganzen Lachsen und so, und ich weiß gar nicht, in irgendwelchen Fischen hier, Meeresfischen, Dorsch und so weiter, ist das super häufig. Und nur wenn man den Fisch selbst fängt und selbst zubereitet, ausnimmt, filetiert, dann sieht man das überhaupt. Jeden Fisch, den ihr im Supermarkt kaufen könnt, wisst ihr nicht, was damit war, wie der vorher aussah. Und wenn man Fisch selbst fängt, dann kann man sich halt über die Qualität so richtig ja, selbst ein Bild machen. Man sieht einfach, was man da isst. Und das finde ich halt super wichtig. Und ich finde, dann
ja, hat man da irgendwie einfach ein ganz anderes Bewusstsein nochmal für. Genau, Flore macht gerade das zweite Filet fertig. Und dann haben wir noch was für euch. Also, beziehungsweise, ja, doch. Müssen wir euch noch was zeigen. Wir haben nämlich heute noch was mitgebracht. Und das stellen wir gleich nochmal vor. Was viele Leute gar nicht wissen, der Zander hat auch noch richtig schönes Fleisch an den Bäckchen. Kann man rauslösen. Ist zwar nicht besonders viel, aber das ist das beste Stück am Zander. Wollen ja nichts verschwenden, ja? Wollen ja nichts verschwenden, dann nehmen wir alles mit. Man könnte natürlich auch den Kopf komplett auch abkochen, ne? Aber ja. Ich finde die Bäckchen so gebraten. Ja, das schmeckt wirklich richtig gut. Ist echt der Hammer. Und bei so einer Größe lohnt sich das schon mal, ne? Ja, ab, ich sag's mal so, ab 50, ne? Kann man das schon machen, so. Oder beziehungsweise ab 55 hat er jetzt, ne? So, einmal rumschneiden. Dann hoch. Hoppala. Da hat man noch so ein kleines Mini-Filet. Oh ja. Mhm. Schmeißen wir auch noch mit rein. Voll gut. Bei dem Zander können wir euch jetzt eigentlich noch mal ganz gut zeigen, den Unterschied zum Wolga-Zander. Wir haben ja hier auch ein Video veröffentlicht, hier oben, können wir mal verlinken. Thema Wolga-Zander, wie erkennt man die? Und da haben wir angesprochen, dass hier der Kiemendeckel vom Wolga-Zander extrem beschuppt ist. Und ihr seht hier beim normalen Zander ist das ganz glatt. Also da sind nur so Anbahnungen von Schuppen hier oben. Und beim Wolga-Zander, das können wir mal eben einblenden, sind halt super viele Schuppen auf dem Kiemendeckel. Ist auf jeden Fall ein gutes Unterscheidungsmerkmal noch. Ist mir gerade noch mal eingefallen, weil ich finde, hier sieht man das so gut. Ja. Angelo hat übrigens in Hamburg einen Wolga-Zander gefangen hier. Neulich. Ja. Das war sehr überraschend eigentlich. Der erste Wolga-Zander, den ich hier je gesehen habe. Ja, ne? Seit 16 Jahren angel ich jetzt hier in der Elbe und das ist der allererste Wolga-Zander. Dann könnt ihr euch darauf einstellen, dass es mehr werden. Ja. Bin ich auch mal gespannt, wie sich das entwickelt, ob die hier in Hamburg sich verbreiten. Kann passieren, ja. Wer weiß. Also ich glaube, dass wenn jetzt einer gefangen wurde, dass das mehr werden. Ne? Ja, ne? Weil bei uns vermehren die sich ja echt gut. Ja. Gut, ich will weiter angeln. Okay. Ja, Jana hat es ja schon angekündigt, dass wir noch ein kleines Special haben, was wir ja euch mitteilen möchten. Und zwar, ich hole das mal eben ins Bild. Ja. Der High Fishing Adventskalender ist auf dem Markt, ist ab sofort bestellbar und ja. Zeig mal, man sieht gar nicht, der sieht so klein aus. Der ist auf jeden Fall von beiden Seiten. Das ist jetzt hier ein Musterstück, sage ich mal. Ne? Der ist jetzt nicht bepackt, deswegen ist er so leicht. Das Original ist mega schwer. Da sind die geilsten Sachen drin. Flore, was für Marken sind da drin? Seiten drin? Ui, welche Marken sind da drin? Oh, da müsste ich kurz nachgucken. Ich weiß auf jeden Fall, dass Ilex da drin ist. Lieblingsköder ist da drin. Abu Garcia ist drin. Spro ist drin. Ich bin drin. Benny ist drin. Also, auf jeden Fall dabei ist Abu Garcia, Klimax, DRM, Elex, Kitec, Lieblingsköder, Pegmax, Quantum, Spro, Zepco und dann sind noch ein paar mehr drin, die ich jetzt nicht drauf habe. Kinetic ist noch mit drin und noch ein paar Marken. Auf jeden Fall ist alles vom Feinsten. Top-Qualität. Und unter anderem sind in dem Kalender oder in allen Kalendern sind 3 Eisvögel verloren gegangen. Und wenn ihr diesen Eisvogel findet in einem dieser Türchen, könnt ihr einen Guiding gewinnen, unter anderem auch bei Benny. Das heißt, ihr könnt hier in Hamburg Benny auf Zander angeln. Genau, Benny kann ja mal erzählen, was erwartet denn die Leute, die dann tatsächlich so ein Guiding hier bei dir gewinnen, was macht man bei dir denn? Genau, wir fahren 8 Stunden hier im Hafen, vertikal auf Zander, Barsch, Rapfen. Die Leute können sich natürlich aussuchen, ob sie im Sommer kommen, ob sie dieses Jahr noch kommen. Die Saison geht bis Ende Januar, wenn noch Plätze frei sind. Ist wie gesagt ewig gültig, die Tour, der Gutschein. Ja, und dann wird hier ein bisschen geworfen, vertikal geangelt, im ganzen Hamburger Hafen, geht 8 Stunden. Ihr müsst nichts mitbringen, die kompletten Köder, Ruten, alles ist an Bord. Nur eure Verpflegung und dann geht das los. Und gute Laune. Und gute Laune. Das ist das Wichtigste. Genau. Also, sichert euch einen exklusiven Pro-Fishing, High-Fishing Adventskalender und seid mit dabei. Genau, auf www.pro-fishing.de. Richtig. Viel Glück.
Plorre. Womit angelst du hier eigentlich? Gummifisch. Ja, was für ein. Ja. Wir kriegen doch immer wieder Fragen. Übrigens, die Route können wir auch verlinken unten. Ja, gibt es im Set mit Schnur. Mit gratis Schnur. Ja. Pintail angel ich immer ganz gerne vertikal auf Zander. Mhm. Das Geile ist, wenn der Köder steht ja ruhig am Grund und der ist halt sehr... Ja, nee, auf jeden Fall die Farbe mit dem Grün und dem... Ja. Violett ist halt echt geil. Ne? Läuft immer ganz gut, ne? Angeln wir aber auch echt viel mit. Genau, ich habe mir den jetzt hier vorne rangeklebt, ne? Weil der schon kaputt ist. Das ist ein Kitec-Köder und jeder, der schon mal mit einem Kitec-Köder geangelt hat, weiß, die sind halt sehr, sehr weich und gehen schnell kaputt. Und ja, werden auch schnell runtergezogen, weil ich hatte vorhin nämlich schon einen Biss, habe ich so gleich wieder aufgenommen. Mhm. Und da hat er mir den halt komplett runtergezogen. Und wie Benni das meinte, trotz Drilling, ne? Weil die beißen wirklich nur hier rein und rupfen den runter. Ja, ja. Das ist echt verrückt. Wie viel Gramm? Das sind jetzt 30 Gramm, glaube ich. Okay. Ja, das kommt immer darauf an, wenn du so in den ruhigeren Hafenbereichen angelst, dann kommst du auch mit 18 Gramm eigentlich klar. Aber so jetzt hier in den Strömungsbereichen solltest du 28 oder eher 30 Gramm auf jeden Fall nehmen. Okay. Wissen wir Bescheid. Und der Guide? Und der Guide. Hä? Fängt jetzt noch mal einen Fisch. Ja, das wäre gut, ey. Nein, ich verstand einen ähnlichen Fisch fast wie Flore. Ich zeige euch dir mal. Aber was heißt ähnlich? Der ist halt, der hat halt nicht so einen richtigen Paddel. Ne? Hm. Aber auch kein Pintail. Also der hat hier so einen kleinen Hammerschwanz. Ich weiß mal gar nicht, wie das aussieht. Der macht halt ganz kleine Vibrationen. Sieht aus wie ein kleiner Schuh. Ja, nicht wie ein Pintail. Der macht das halt echt nur solche Auf- und Abwärtsbewegungen. Und der flattert so ganz leicht. Vibriert. Relativ hochfrequent, ne? Genau, so hochfrequent. Das schlägt nicht so weit aus, weil er nicht so eine große Schaufel hat. Ja, ich fische den tatsächlich die ganze Saison. Also vom 1.6. bis 31.1. habe ich seit drei Köder. Jahren nur den drauf. Natürlich nicht nur den, ne? Sonst hätte ich ja nicht so viele Bisse. Ja. Aber das Modell. Also ich habe nie was anderes dran. Ja. Ich glaube Sommer, Winter und kommt alles drauf. Ob es 20 cm Zander sind. Und den darf man auch angeln, wenn man bei dir ist, ja? Weil den gibt es so nicht zu kaufen, ne? Oder wie war das? Ja, genau. Den habe ich mal machen lassen und kriegst du so nicht, aber ihr dürft ihn hier angeln. Ich gebe euch den auch mit. Ihr könnt auch den auch hier auf dem Boot erwerben. Außer ihr fangt einen riesen Zander, schenke ich euch die Packung. Wow, okay. Ja, wie groß muss denn der Zander sein, dass man so eine Packung kriegt? Wenn er 60 hat, reicht. Echt? Ja. Oh, also 60er Zander fangen, dann gibt es eine Packung Zander, mit. Dann gibt es eine Packung mit. Und sind auch 10 Stück drin. Geil. Und halt zum Vertikalangeln super. Herrlich. Also vom Ufer, wie gesagt, werfe ich den auch nicht. Da habe ich gerne eine Schaufel, die ein bisschen Action macht, wenn er in der Absenkphase ist. Aber vertikal ist das für mich hier eine absolute Bombe. Na. Ich sage ja immer, man soll Vertrauen haben in seinen Köder. Dann fängt man auch. Ich sage, hier fängt auch alles, ob er jetzt schwarz ist, lila, blau oder grün. Egal welche Form, es fängt. Nein! Nein, er ist nein! Das ist dieser Moment wieder, ey. Ja. Ja. Ach Mann, ey. Flori. Ah, das war meine zweite Chance. Ich habe eben gesagt, ich brauche noch eine zweite Chance heute und den hole ich raus. Ey. Da versammle ich den auch, ey. Aber er hing für einen Moment. Ach Gott. Er hing für einen Moment. Das ist hart. Aber der Köder sieht eigentlich einigermaßen gut aus. Ja, aber weil du festgeklebt hast. Hat er wahrscheinlich nicht runtergezogen. Scheiße. Ach Mensch. Mist, Mist. Aber wir sollten Kamera. Wir sollten einfach die Kamera laufen. Wir sollten lassen, ne? Quatschen. Immer wenn wir am Quatschen sind. Beim Quatschen, ja, ist so, ne? Ja. Naja. Bitter, bitter, bitter. Ja, weiter durchziehen. Eine Stunde ziehen wir noch durch und dann. Ja, Stunde machen wir noch. Genau, also ob lila, schwarz, pink, genau, mit roten Punkten. Alles. Genau, Hauptsache Vertrauen. Ich glaube, wenn man in seinen Köder kein Vertrauen hat, dann fängt man auch an so zu angeln. Ja. So, der beißt eh nicht, man ist nicht mehr so konzentriert dabei. Ja, ich kenne das. Wenn man vom Kopf dabei ist, genau, Jana sagte vorhin, hier mit dem Wobbler fange ich eh nichts. So, brauchst du auch gar nicht werfen. Weg. Aber wenn man Vertrauen hat, dann fängt auch alles. Also dann ist es echt egal was. Und dem vertraue ich einfach so dermaßen. Deswegen fische ich hier keinen anderen. Ja. Sehr gut. Das ist doch meine Aussage. Oh yeah. Das ist jetzt aber nicht wahr. Tut mir auch so leid. Jana hat gerade einen Biss versemmelt. Ja, ich habe gerade einen Biss versemmelt und ein paar Minuten später hat Benni einen Zander dran. Oh, der sieht auch gut aus. Oh, jo. Nee, der flüchtet nicht. Oh, Mann. Ähnliche Größe, ne? Ja. Okay. Auch so Mitte 50.
Ein Traum! Währenddessen bin ich hier fleißig am Angeln, Leute. Also, ich filme nicht nur, sondern ich angle gleichzeitig auch noch. Hier ist der Kamerad. Geilo! Ja, ähnliche Größe, würde ich sagen, ja, ne? Würde ich auch sagen. Perfekt, ey. Geil. So, Jana, jetzt müssen wir auch noch einen fangen. Das war mein Fisch. Leute, ich hatte eben echt einen Biss, aber so einen ganz, ganz, ganz kurzen Anfasser. Nur, ich habe angehauen und habe sofort gemerkt, dass er nicht hing. Also, es war mega knapp. Bin weiter fleißig. Vielleicht geht ja für uns auch noch einer ans Netz, aber man merkt, Benni kennt seine Stellen, ne? Und sein Köder liefert hier einfach gerade. Ja. Jetzt läuft's aber. Ich habe noch gar nicht weiter geangelt. Komm gleich der nächste Biss. Kommst du an Kescher ran, ja? Der ist kleiner, oder? Nee, ja. Oh, oh, ich hatte einen Biss. Ich hatte einen Biss gerade. Oh, anschlagen, Jana. Ja. Fenster ist offen. Jetzt ist das Fenster offen, ey. So, jetzt muss ich jetzt aber auch angeln, ey. Ja. Zeig mir noch mal kurz den Kollegen. Aber der hat den aber gut genommen diesmal, ne? Ja. Super schöne Fische, ne? Hammer. Jana hat einen Fisch. Glaube ich, nicht mehr. So. Ja, ein Zanni! Ein Zander! Yes! Ui, der sieht aber fertig aus. Ich habe noch einen Zander gefangen, Leute. Ja. Aber guck mal, der ist ganz schön mitgenommen. Erstmal ist die Flosse total kaputt. Und den hat irgendwas angebissen oder angefallen. Oder ich weiß es nicht, was das ist. Ja. Weil hier sieht das aus, hat der hier einen richtigen Cut. Der sieht schon komisch aus. Guck mal, und auch hier oben. Ja. Und hier. Ja, da, krass, ja. Der hat irgendwas gebissen. Scheiße. Kormoran oder so? Von der Größe ist es auf jeden Fall noch Kormoran. Der ist aber untermaßig. Der frisst noch. Ich schmeiß ihn jetzt schnell zurück. Ja, vielleicht aber macht das. Oder er wird halt irgendwann Futter für jemand anders. Also, ich finde, ja, da sieht man halt mal wieder irgendwie, der war halt super verletzt irgendwie, aber er frisst trotzdem, ne? Also, ja. Tiere einfach. Tiere sind manchmal so hart im Nehmen. Nature is metal. Ja. Aber jetzt bin ich noch zum Fisch gekommen. Geil. Ey, toll. War das eine harte Arbeit. Nur noch ich mich jetzt schneidern und dann können wir nach Hause. Dann können wir Feuer machen. Dann können wir nach Hause. Ich habe gesagt, die kommen nicht nach Hause, bevor sie keinen Fisch fangen. So, aber es wird auch bald dunkel. Ja. Aber, Leute. Ich hab's gesagt. Der Benni Spezial. Ich hab's gesagt. Das geht mir auch rein. Ich hab den ganzen Tag mit einem anderen Köder geangelt und Benni sagt, ja. Komm, Jana, jetzt machst du einen dran. Tja. Ein paar Minuten später war ich einen Fisch gefangen. Geil. Das war ein hart erarbeiteter Fisch. Auf jeden Fall. Wir haben gerade so ein bisschen die Vermutung angestellt, was dem Fisch passiert sein könnte, weil wir haben uns den ja eben mal kurz von allen Seiten angeguckt und der hatte halt überall so Kratzspuren oder so. Also wir können uns vorstellen, dass er von einem Kormoran angegriffen wurde und der Kormoran den nicht ganz gekriegt hat. Oder vielleicht halt auch ein anderer Fisch. Großer aber es Zander, waren, ne? Ja, aber es sahen nicht so aus wie Bissspuren vom Zander. Ich würde auch eher auf Kormoran tippen. Ja, ne? Weil die halt von oben kamen, ne? Genau, richtig. Also am Oberkörper überall, die Flosse war halb zerfetzt und dann unten diese große Wunde auch im Bauch. War schon echt krass, ey. Boah. Es war nicht im Weitloch, ne? Ich dachte, nee, es war richtig im Bauch, ja. Erst gedacht, das ist ein Tumor oder so, aber man hat dann doch gesehen, dass es eine frische Wunde ist irgendwie. Oh, Leute, es könnte sein, dass die Kamera ein bisschen zittert. Mir ist gerade richtig kalt wieder. Es wird gerade wieder ungemütlich. Eben wollte ich gerade eigentlich sagen, oh, der Wind ist weg. Voll angenehm geworden. Betty zieht auch schon seine Kapuze auf. Das ist echt ganz schön frisch heute. Ja, aber jetzt, vielleicht kriegt Flora noch einen Fisch. Wir machen jetzt hier noch eine Drift, wo wir jetzt auch die ganzen Bisse hatten. Einmal müssen wir da hinten noch hin. Einmal müssen wir noch, genau. Also, ne? Ja. Dann, manchmal tut es ja ganz gut, den Plätzen so ein bisschen Ruhe zu geben. Ja, gucken wir mal, ob Flora auch noch einen Fisch rauskriegt. Oh, wir melden uns auf jeden Fall gleich nochmal. Wir sind immer noch am Diskutieren. Wir haben uns jetzt gerade überlegt, ihr habt das ja auch gesehen, wie der Zander aussah. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr glaubt, was dem Fisch passiert ist. Hatten wir nicht sogar mal ein Video, wo wir auch gefragt haben, was ist diesem Fisch passiert? Ja. Das war, glaube ich, ein Hecht damals. Ja. Dem hat ein Kiemendeckel gefehlt, glaube ich, oder so. Ja, abgerissen. Es gibt echt merkwürdige Sachen. Ja, aber auch bei dem Zander, der sah echt ziemlich übel zugerichtet aus. Was glaubt ihr, ist passiert? Also wäre es eher ein anderer Fisch, also vielleicht ein anderer Zander oder... Ab und zu gibt es ja auch Hechte hier, aber das sah auch nicht aus wie ein Hechtanfall.
Also wir finden, es sieht aus wie ein Kormoran oder sonst irgendwie Raubvogelmäßig. Aber Kormorane gibt es halt hier super viele. Wir sehen die ganze Zeit hier Kormorane fliegen. Deshalb liegt der Verdacht nahe auf jeden Fall. Aber schreibt es mal in die Kommentare, wird uns mal interessieren, was ihr glaubt. So Leute, der Angeltag ist zu Ende. Es war ein harter Tag. Es war wirklich ein harter Tag. Für mich ganz besonders. Ja, Flore ist heute als Schneider nach Hause gegangen, aber macht nichts. So ist das erste Mal hier auf dem Boot. Das stimmt, ja. Ja, stimmt. Benni hat noch echt gut was rausgezogen. Ich habe auch noch einen Zander gefangen. Und ja, wir wollen uns jetzt bei euch verabschieden. Denkt dran, sichert euch einen dieser Kalender. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.